Ja, dann legen wir los, oder? Nice. Sehr gut. Ja, freut mich, dass ich wieder bei euch sein kann, wenn auch virtuell. Du hast schon gesagt, ich dürfte einmal schon physisch bei REWE Digital zu Gast sein in eurem Meetup. Lang ist her. Das war auch, ich glaube, so das Meetup Nummer zwei, wo ich was zu Domain Storytelling erzählt habe. Da ist jetzt so einiges passiert zwischendurch. Unter anderem haben mein Kollege Henning und ich auch ein Buch geschrieben dazu. Dazu aber später mehr. So, mein Plan ist einfach folgender. So, es ist Freitag, es ist Mittagszeit. Ich habe jetzt keine Folienschlacht vorbereitet. Christoph hat gesagt, hat sich bereit erklärt, mir eine echte Geschichte zu erzählen, ein Stück echte Fachlichkeit. Und ich werde versuchen, das live zu modellieren. Ich weiß nichts darüber. Also ich weiß nur, es geht um einen Supermarkt, wo man irgendwie ohne Kassierer einkaufen kann. Ich bin also jetzt quasi in einer ganz ähnlichen Situation wie die allermeisten von euch, die jetzt hier zuhören oder sich das Video auf YouTube anschauen. So, und das ist auch eine ganz alltägliche Situation für mich, dass ich quasi jetzt als Modellierer irgendwie mit einem meinem Fachexperten hier jetzt zusammen komme. In den letzten 1,5, 2 Jahren eben auch viel remote. Insofern ist das alles sehr realistisch. Was vielleicht nicht ganz so realistisch ist, normalerweise reden wir vor, so welches Ziel haben wir denn, ne, für die Modellierung? Also warum machen wir das Ganze? Und dann, ne, würde man die entsprechende Methode auswählen und so weiter. So, das Ziel heute ist natürlich, wir wollen euch ein bisschen mehr Demo zeigen. Also ich würde jetzt einfach sagen, Christoph, wir fangen an. Ich schätze mal vielleicht so eine Viertelstunde würde ich jetzt mal uns einräumen für die Geschichte. Das heißt, das soll jetzt auch nicht super detailliert werden, sondern erstmal so ein Überblick, worum es da geht bei diesem Einkaufserlebnis. Und danach würde ich die Methode nochmal so ein bisschen erklären und dann freue ich mich natürlich noch auf Fragen von euch. Cool. Ist das okay? Gut, also während Christoph mir erzählt, worum es da geht in dieser Domäne, werde ich das hier mit Hilfe einer Domain Story visualisieren. Das seht ihr dann quasi jetzt auf dem Bildschirm entstehen, das Bild. Hätte ich das jetzt bei euch vor Ort gemacht, irgendwo in einem Meetingraum, hätte ich wahrscheinlich ein Whiteboard und Klebezettel genommen. Geht genauso. Zum Tool zeige ich später noch ein bisschen mehr. Genau, also Christoph. es geht dabei um einen kassenlosen Supermarkt, den Rewe jetzt gestartet hat in Köln. Und zwar ist das Ziel, ähnlich wie man das von Amazon Go zum Beispiel kennt, so einen Supermarkt anzubieten, wo ich quasi reingehe, mir meine Sachen zusammensammle und ohne zu bezahlen einfach rausgehe und der Betrag wird dann quasi automatisch abgebucht am Schluss. Also das System, der Markt erkennt automatisch, was ich quasi mir nehme. Und kann quasi dementsprechend mir dann eine Rechnung schicken und den Betrag abbuchen. Was man halt dafür braucht, ist eine App. Also der Kunde muss, bevor er den Markt betritt, sich eine App installieren. Das ist die Pick-and-Go-App. Dann machen wir, also vielleicht ist das so eine Annahme, die wir irgendwie vorneweg stellen können. Also ich glaube, jetzt irgendwie eine App aus dem App Store zu installieren, ist vielleicht nicht der spannendste Aspekt. Ist Ja, das genau. okay, wenn ich sage, wir starten quasi, dass die App and Go App heißt die? Pick and Go, genau. Pick and Go, sorry. Genau. Pick and Go App installiert. Ist auf Smartphone des Kunden, ne? Genau. Müssen halt vorher noch so ein paar andere Sachen dann in der App gemacht werden. Was halt auf jeden Fall, der Kunde braucht halt quasi ein Konto. Wir müssen eine Rechnungsadresse von dem Kunden haben. Ah, okay, dann das würde ich sagen, das machen wir. Also du bist jetzt hier Okay. der Kunde, ne? Ja, genau. Also, was musst du alles tun mit der App? Du musst ein paar Informationen angeben. Genau, ein Konto muss ich anlegen. Konto oder Rechnungskonto, hast du gerade gesagt? Ja, also das Konto braucht dann eine Rechnungsadresse erstmal. Und zusätzlich zu der Rechnungsadresse muss ich halt auch eine Kreditkarte hinterlegen, also meine Kreditkarteninformationen angeben. Pack Weil das jetzt nachher, wenn. erstmal irgendwie so zusammen, ja. Und das erfasst du quasi alles in der, das wäre dann die Pick and Go. Ja, genau. Genau. Was halt die Pick-and-Go-App dann noch macht, ist, dass die quasi mal einen 0-Euro-Betrag abbucht, ne, damit man schon mal quasi Verbindung hat zu dem Konto des Kunden.
Ne, dass wenn der dann in den Markt geht, dass quasi da schon alles, alle Zustimmungen da sind und ich das nicht dann machen muss, wenn der Kunde einkaufen möchte. Ne? Okay. Ah, ja. Das können wir auch noch machen. So, jetzt könnte ich natürlich irgendwie noch so ein Konto oder so modellieren. Vielleicht machen wir das so noch. Also, bucht ab, 0 Euro und weil ich jetzt irgendwie, also technisch wäre es wahrscheinlich jetzt noch irgendeine Schnittstelle zu einer Bank, da würde ich jetzt erstmal so ein bisschen abstrahieren, weil das ist eine Flughöhe. Ich glaube, da wollen wir uns jetzt noch nicht so ganz drum kümmern, welche Systeme da im Hintergrund genau arbeiten. Könnte man auch machen mit der Technik, aber ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal einen Überblick. Und immer wenn ich nicht genau weiß, welches Symbol ich nehmen soll, dann nehme ich erstmal dieses generische I hier. Also ich versuche das hier so ein bisschen symbolhaft, das alles darzustellen. Also bucht ab, 0 Euro von Konto des Kunden. Und warum ist das nochmal wichtig, dass das passiert? Ich nehme halt an, dass wir halt quasi damit die Erlaubnis bekommen, von der Kreditkarte abzubuchen, ne? Deshalb wird das wohl gemacht. Genau, also ob, wahrscheinlich, also zur Verifizierung der Kreditkarte, ne, ob der So was, irgendwie, ja, das ist ein besseres Wort, ja. ja, okay. Das ist jetzt wieder meine Sprache, aber gut, Ja. du hast auch nicht gesagt, dass du jetzt der Fachexperte dafür bist, du bist ja aus Kundensicht daran Genau, ja, also ich beteiligt. bin in Anführungszeichen der Fachexperte. Also, ich mache auch so ein Vermutlich zur Verifizierung. Genau. Okay. So, und dann ist So. der Kunde startklar. Also dann kann er quasi zu dem Markt hingehen. Das heißt, ich mache jetzt hier noch so eine Annahme rein. Also, wir schauen jetzt erstmal auf den Happy Path. Das Ja. heißt, wir konzentrieren uns darauf, dass das auch alles klappt. So, wenn du jetzt hier schon ein Problem hättest, dann, ne, irgendwie wäre schon wieder ein Sonderfall. Aber du hast ja eingekauft, ne? Gestern oder vorgestern? Ich war diese Woche da, genau. Ja, sehr gut. Okay. Zum Glück im Happy Path. Zum Glück im Happy Path. Sehr gut. Also, was hast du da als nächstes gemacht? Genau, wenn du halt den Markt betreten möchtest, siehst du halt, dass es gibt zwei Eingänge. Es gibt einen, weil es halt ein hybrider Markt ist, der quasi auch funktioniert wie ein normaler Supermarkt, aber auch anbietet, dass ich quasi kassenlos kaufen kann, gibt es halt einen speziellen Eingang und an dem Eingang findest du ein Terminal. Und an dem Terminal musst du quasi einen QR-Code aus deiner App einscannen. Okay, so ein QR-Code. So ein Terminal. Also eine vereinfachte Variante wäre jetzt zu sagen, scannt QR-Code am Eingang oder also Eingangsterminal, wie kann ich das nennen? Ja, ein Terminal, ja, genau. Ein Eingangsterminal finde ich ganz gut, ja. Genau, und wenn halt das System dich erkennt, anhand dieses QR-Codes, dann öffnet es halt die Eingangsschranke. Und du gehst in den Markt rein. Okay, dann würde ich, weil da eine Schranke vorkommt, ich schaue mal, ob ich da irgendwie ein Symbol finde. Ich glaube, da gab es was hier, das gefällt mir ganz gut. Ich mache das hier mal. Dann machen wir es ein Ticken detaillierter. Dann mache ich nämlich hier jetzt dann machen wir das ein bisschen expliziter. Sagen, wir haben einen QR-Code, den scannst du am Eingangsterminal des, na, wahrscheinlich brauchen wir den Markt gleich noch relativ häufig. Ich packe den mal hier hin und mache das so. Und dann öffnet quasi der Markt dieses Terminal für dich oder diese Diese Schranke Schranke, des Terminals, genau. ja. Genau. Was nämlich passiert, wenn du quasi durch den Bereich der Schranke durchgehst, ist, dass dann ein sogenanntes Pairing stattfindet, weil der Markt quasi dann feststellt, wer jetzt mit dir auch vielleicht zusammen durch die Schranke durchgeht, wird dir dann quasi zugeordnet, ne? Das heißt, du gehst dann vielleicht mit deinen Kindern in den Markt, ne? Und
Dann weiß der Markt, wenn die Kinder sich die Taschen voll mit Schokoriegeln machen, die bezahlt dann der Papa, ne? Also es gibt dann halt eine Zuordnung von den Personen im Markt zu Konten im Prinzip. So kann man sich vielleicht vorstellen. Das heißt, also ich habe jetzt auch hier für das Pairing statt, gegebenenfalls weitere Personen, die auf das Konto des Kunden einkaufen. Warst du denn alleine einkaufen oder hattest du Anhang mit Ich dabei? war in der Tat mit Kollegen da. Also ich hatte in der Tat Begleitung und auch Begleitung ohne Kreditkarte. Insofern, Okay. ja, was halt so passiert ist, ist ganz interessant, ne, dass halt quasi dann, es sind ja zahlreiche Kameras in dem Markt, ne, an der Decke und die vermessen dann quasi die Leute, wie sie dann eben reingehen und können anhand der Maße, ne, der Personen eben die dann zuordnen, wenn die halt durch den Markt durchgehen. Ne? Das heißt, es wird dann quasi so eine Art Skelett irgendwie von dir generiert, wenn du da reingehst und dadurch erkennt dich der Markt und auch deine Gruppe eben überall in dem Markt. Okay. Weil wir jetzt hier nur so begrenzte Zeit haben, wäre es okay, wenn wir quasi den einfachen Fall machen, du gehst erstmal allein einkaufen. Auf jeden Fall. Dann ergänzt sich das hier in den Annahmen, die diese Geschichte so ein bisschen umschreiben. Kunde geht allein ein. So, und dann können wir später schauen, wo wären jetzt die Unterschiede, wenn du die Kinder mit hast oder deine Kollegen mit. Okay. Gut, jetzt bist du im Markt. Was passiert dann? Ja, jetzt kannst du einfach durch den Markt durchgehen, kannst dir wie no im normalen Supermarkt dir Waren rausnehmen, tust du die in deinen Rucksack rein, in deine Jackentasche und das System erfasst dann quasi, was du dir quasi aus den Regalen rausnimmst. Okay. Brauche ich da einen Einkaufswagen oder ist es irgendwie völlig egal, wo ich Das ist hinstecke? Auch eine vollkommen egal. Also Jackentasche. du brauchst eigentlich, ist unabhängig davon, welchen Container du jetzt benutzt, um deine Waren da durchzutragen. Okay. Natürlich muss das System auch merken, wenn du Sachen zurücklegst, ne? Wenn du sagst, oh, das will ich jetzt doch nicht haben, ne? Das ist vielleicht jetzt aber nicht der Happy Path, ne? Ja, können wir schauen, ob wir das dann auch noch hier mit reinbringen, aber. So, die Idee ist, also du nimmst einfach irgendwas raus. Punkt. Ja. Genau. Macht das einen Unterschied, was du nimmst? Also, hast du irgendwie einen edlen Whisky noch in die Jackentasche gesteckt oder wie sieht es damit aus? Also genau, was jetzt halt auf jeden Fall noch, weil ja auch bestimmte Artikel sind halt altersbeschränkt, ne? Wir können jetzt nicht da einfach Jugendliche mit ihren Apps durchmarschieren lassen, die sich dann Alkoholiker kaufen, sondern da gibt es halt noch Sicherheitspersonal und die sind halt dafür zuständig, Kunden anzusprechen, die halt vermeintlich dagegen diese Regeln verstoßen. Okay, aber das ist nicht so, dass da jetzt bestimmte Waren ausgenommen werden von dem, Nee, in der Regel, das sind, was genau, nicht. das sind, es gibt, oh, es gibt jetzt noch so, es gibt halt auch noch eine Theke da, wo du dir jetzt auch Brötchen, belegte Brötchen geben Ah lassen ja. kannst, aber das ist jetzt auch was, ja. Also es gibt halt auch noch Okay. Personal im Markt und, Okay. Also. Kann ich schreiben, Personal im Markt kontrolliert zum Beispiel auf Altersbeschränkungen. Genau, ja. Das schreibst du jetzt als Anmerkung da rein oder als wie? Genau, das sind einfach so Kommentare, Annotationen, die ich da Okay. reinpacke. Wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt einen Fall hätten, irgendwie, du gehst mit deinen Kindern einkaufen und die greifen da irgendwie ins Schnapsregal oder Zigaretten oder sonst was, was da vielleicht rumliegt, dann würde ich das ein bisschen expliziter machen, wenn wir diesen Fall extra anschauen wollen, was dann so passiert, dann hätte ich da vielleicht noch irgendwie so ein Männchen, so ein Akteur für das Supermarktpersonal. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen erstmal einen einfachen Fall machen, aber ich habe hier schon mal so einen Merker für später, da könnte man dann da reinschauen. Genau, und im Prinzip, wenn du halt fertig eingekauft hast, dann kannst du den Markt einfach durch den Ausgang verlassen. Das ist halt wieder so eine, ja, ist einfach ein ganz normaler Ausgang. Ohne große Beschränkung gehst du einfach durch einen gekennzeichneten Ausgang raus und dort kann das System quasi erfassen, dass du den Markt verlässt. Okay,
Vielleicht mache ich das so, um das mal kennzuzeichnen, dass du ja was eingekauft hast. Also Waren. So, der Kunde verlässt mit Waren. Ah ja, genau. Und okay, klar, also durch Ausgang, aber ist das also der ganz normale Ausgang, wo ich auch als Nicht-App-nutzender Kunde. Genau, das ist der ganz normale Ausgang. Okay. Also nicht irgendwie nochmal auschecken oder Nee, sowas. das ist, du verlässt einfach den Markt. Das fühlt sich auch etwas komisch an, wenn man das zum ersten Mal macht, aber das ja, ist so designt, ne? Okay. Und während du quasi den Markt verlässt, registriert das System, dass du halt rausgehst und was dann passiert ist, dass du quasi eine Push-Nachricht in deine App bekommst, ne? Dass das System quasi dir mitteilt, hier, wir haben gemerkt, du bist rausgegangen, wir haben gesehen, dass du diese Artikel gekauft hast und bereiten jetzt deine Rechnung vor, ne? Also im Prinzip bekommst du noch keine Rechnung, aber es wird dir schon mal eine Push-Nachricht geschickt, dass wir registriert haben, dass du jetzt den Markt verlassen hast. Also registriert, okay, du hast eigentlich den Markt verlassen, dann passt das nicht ganz. Ich mache mir so hier, Markt verlassen, dann passt das vielleicht besser. Ja, also der Markt registriert im nächsten Schritt, also der Markt, sagen wir mal so als, ja, schließt das Software-System mit ein. Registriert, da hat jemand den Markt verlassen und jetzt gibt es irgendwie eine Push-Nachricht und irgendwas mit dem gekauften Artikel war noch nicht die Rechnung. Kannst du das nochmal wiederholen für mich? Genau, also was passiert ist, dass du einfach eine Push-Nachricht bekommst mit der Information, dass deine Rechnung vorbereitet wird. Okay, Also aber da steht ohne noch nicht drin, jetzt. was du gekauft Nee, genau, hast. es steht, das wird erst noch aufbereitet. Ja, damit der Kunde zumindest ein Feedback bekommt, dass es irgendwie geklappt hat, ne? Wird vorbereitet, stimmt das so? Ja, genau. Und die Korrekt. geht eben an, also an das Smartphone, an die App, ne? Ja, genau, wieder an die Pick and Go App, genau. Okay. Also keine gekauften Artikel hier. Genau, nach einer kurzen Zeit, bei mir waren das so 10 Minuten, kam dann die Rechnung in der Pick and Go App. Ne, die wurde mir dann auch angezeigt, dass jetzt die Rechnung fertig ist und ich kann die dann in der Pick and Go App einsehen. Okay. Die wird da auch quasi jetzt einfach, das wird dir da eingestellt, wird dir da hingeschickt. Genau, du hast dann quasi einen Bereich in der App, wo quasi dann deine Mhm. Einkäufe liegen und da liegt dann quasi deine, liegen dann deine Rechnungen, ne? Und die kannst du dann da einsehen. Dann schaue ich mir, stellt ein, Rechnung. In die Pick and Go App. Okay. Was man halt als Kunde jetzt noch machen kann, wenn du merken solltest, da hat jetzt aber das System nicht so ganz die Sachen abgerechnet, die ich da gekauft habe. Hast du halt noch ein 24-Stunden-Zeitfenster für Reklamationen. Das heißt, da kannst du von der App aus halt auch Reklamationen eben machen. Ja. Das mal so hier sagen. Optional natürlich, innerhalb von 24 Stunden. Genau, bei mir Und war das zum Glück nicht der Fall. War schon ganz überrascht, also wie reibungslos das funktioniert hat. ja. Genau, aber erst nach den 24 Stunden wird dann quasi Geld von deiner Kreditkarte abgebucht. Ah ja, okay. Dann machen wir das auch noch hier. Bucht ab. So, ich mache das gleich noch ein bisschen hübscher, keine Sorge. Erstmal kommt es darauf an, dass ich alles erfasse, was Christoph mir erzählt. Bucht ab. Das ist dann ja Geld, also wahrscheinlich irgendwie der Rechnungsbetrag oder wie heißt das Genau, dann? der Ja. Rechnungsbetrag, genau, der wird dann von der Kreditkarte abgebucht.
kürzt es mal ein bisschen, ne? Also wir haben jetzt irgendwie so Bank oder Kreditkarte nicht ganz explizit drin, aber so in dem Sinn wird das also abgebucht. Genau, und damit ist dein Einkauf dann auch abgeschlossen. Also das wäre so der Happy Path. Auch noch hier den nach 24 Stunden rein. So, ein bisschen größer. Also schauen wir nochmal, ob wir alles erwischt haben. So, ne, wir sind jetzt auf einer nicht sehr technischen Ebene. Also ich glaube, wichtig ist jetzt, dass wir quasi alle Punkte, wo du als Kunde was getan hast, wo du irgendwie eine Interaktion hattest, dass wir das erwischt haben. Also die App ist schon drauf auf deinem Smartphone. Du gehst alleine einkaufen und dann passiert Folgendes. Ja, okay, du gehst noch nicht alleine einkaufen, du hast erstmal die App installiert. Dann erfasst du Konto, Rechnungsadresse, Kreditkarteninformationen in deiner App. Dann wird schon mal 0 Euro abgebucht, um vermutlich diese Kreditkarte da zu verifizieren. Dann, wenn du jetzt einkaufen gehen willst, dann scannst du den QR-Code, den du da in deiner App hast, am Eingangsterminal des Markts. Dann von magischer Zauberhand wird dir da die Schranke des Terminals geöffnet. Da könnten wir jetzt nochmal diesen Sonderfall später betrachten, was ist, wenn du dann mit mehreren Leuten reingehst. Aber wir bleiben erst beim Happy Path. Du nimmst einfach deine Waren aus dem Markt, musst da gar nichts weiter tun, musst selbst nichts abscannen. Ne? Genau. Einfach, genau, so. Altersbeschränkung ist auch nochmal so ein Sonderfall, den wir hier für später notiert haben. Wenn du genug eingekauft hast, dann verlässt du mit deinen Waren durch den ganz normalen Ausgang, so wie jeder andere auch, den Markt. Dann registriert der Markt, hey, der Christoph hat den Markt verlassen und sendet mit Push-Nachricht, Rechnen wird vorbereitet an deine Pick-and-Go-App. Bisschen später stellt er dann auch die Rechnung ein und du kannst optional innerhalb von 24 Stunden Reklamationen melden. Und spätestens nach diesen 24 Stunden, also wenn du nichts reklamiert hast, dann wird auch der Rechnungsbetrag in die App gebucht. Bin erstmal schwer begeistert von dieser Replay-Funktion. Das gefällt mir total cool. Ja, es ist sehr nützlich, um nochmal so klar zu machen, haben wir Schritte vergessen, ist die Reihenfolge irgendwo durcheinander gekommen. Ne? Also dieses Nacherzählen der Story wird dadurch schon mal deutlich vereinfacht und ist ein Grund, warum ich das Werkzeug ganz gern mag. Okay. Ja, vielen Dank, Christoph, dass du das mit uns geteilt hast. Dann würde ich sagen, jetzt wo ihr mal gesehen habt, wie es funktioniert mit dem Storytelling, jetzt erkläre ich euch nochmal, wie die Methode so funktioniert und was es mit der eigentlich auf sich hat. Stefan, ganz kurz. Ich habe die Befürchtung, ich habe irgendwie den Teilnehmern verboten, sich zu unmuten und ihr Video zu aktivieren. Kannst du mir nochmal die Hostrechte gerade zurückgeben? Befürchte Das da. mache ich, ja. Also, ne, weil es ja schon ein bisschen interaktiv sein soll. Also, ich würde jetzt gerne noch den Leuten die Gelegenheit geben, hier auch Fragen loszuwerden Ja, und. klar. So. Du müsstest jetzt wieder groß sein. Ja, super, wunderbar. Dann fahr gerne fort. Genau, wenn ihr Fragen habt, einfach nur reingrätschen. Genau, also ich glaube, das Erste, was ich sagen sollte, ist, ihr seht jetzt hier ja so ein Bild mit Icons und Pfeilen. Die Idee von Domain Storytelling ist, während uns also unsere Domänenexperten diese Geschichte erzählen, visualisieren wir sie mit Hilfe dieser piktografischen Sprache, so nennen wir das. Und es gibt verschiedene Arten von Icons. Es gibt sogenannte Akteure, das sind die aktiven Teile der Geschichte, die sind auch ein bisschen größer hier dargestellt. Der Kunde ist ein Akteur, aber auch die App ist hier ein Akteur, weil sie aktiv was tut. Der Markt ist ein Akteur. Das sind also die aktiven Teile der Geschichte. Und dann gibt es jetzt die Dinge, mit denen was gemacht wird. Wir nennen das Arbeitsgegenstände, Englisch Work Items, ne? Die Waren zum Beispiel oder der Geldbetrag oder der QR-Code, mit denen tut man was. Und ich versuche hier also mit Hilfe dieser Icons das so ein bisschen sprechender zu machen. Die Icons sind nicht nur dazu da, dass es hübsch aussieht, sondern idealerweise schwingt auch ein bisschen Bedeutung mit. Ja, also ich versuche die wichtigen Konzepte da irgendwie so herauszuarbeiten. Wenn ich jetzt so ganz klassisch in so Digitalisierungsprojekten bin, dann unterscheide ich zum Beispiel ganz gern, das Icon steht für ein Stück Papier, wirklich, ne? Also noch irgendwie was aus der Faxmaschine rauskommt oder so ähnlich. Versus hier ist jetzt sagen wir, der Antrag in digitalisierter Form in einem System, dann verwende ich da zwei verschiedene Icons und habe ich da sofort wieder so einen visuellen Feedback-Kanal mit meinen Fachexperten, dass wir sagen so, nee, 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 ich meine hier das Stück Papier und nicht hier den digitalen erfassten Antrag.
Also so verwenden wir das häufig. Ja, und dann gibt es auch die Pfeile, die stehen für Aktivitäten. Und all diese Icons und Pfeile, die werden also beschriftet. Wir haben also nicht eine reine Bildsprache, sondern die Bedeutung, die wir diesen Dingen geben, die schreiben wir dann dran. Und das heißt, die Pfeile stehen dann quasi für unsere Verben. Und dann seht ihr noch die Nummern. Also wir haben hier eine szenariobasierte Methode. Das heißt, wir beschreiben eine konkrete Geschichte, einen konkreten Fall. Nicht alles, was passieren könnte. Also nicht irgendwie in Gateways oder If-Else denken, sondern wir picken uns einen Fall raus und den kann ich dann von vorne nach hinten durcherzählen und die Nummern drücken quasi aus, in welcher Reihenfolge sind die Sätze zu lesen. Und die Idee ist eben, dass ich das wirklich dann auch so lesen kann, fast wie einen normalen deutschen Satz. Der Kunde erfasst Konto, Rechnungsadresse und Kreditkarteninformationen in der Pick-and-Go-App. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und um eben einzugrenzen, welche Geschichte erzählen wir, gibt es eben oben hier so diese Annahmen. Also wir haben den Happy Path, Kunde geht allein einkaufen und so weiter. Wenn ich jetzt ein anderes Szenario mir ansehen wollte, habe ich im Prinzip zwei Optionen. Ich kann sagen, also der Einkauf mit mehreren Personen, der läuft grundlegend anders ab. Da sieht das Bild irgendwie ganz anders aus. Dann würde ich dafür die zweite Geschichte mir erzählen lassen und ein zweites Bild machen. Wenn das nur so eine Kleinigkeit ist, ne, hier ist jetzt optional, kannst du noch das tun, dann kann ich das auch ganz gut mit so einem Kommentar hier abbilden. Also Ziel ist quasi nicht vollständig alles zu modellieren, was passieren könnte, sondern so die wichtigsten, prägnantesten Beispiele rauszusuchen. Häufig ist das dann eben der Happy Path oder ich sage mal der 80%-Fall, das muss nicht immer dasselbe sein, aber auch relevante so Sonderereignisse, Problemfälle, das ist auch, das machen wir so auch häufig. Genau, und dann hatten wir jetzt so ein bisschen eine besondere Situation, also wer erzählt mir denn diese Geschichte? In dem Fall war das der Christoph, also eine Person. Meistens haben wir im Domain Storytelling eher so eine kollaborative Mischung. Das heißt, wir haben mehrere Storyteller. Also das sind dann zum Beispiel, in dem Fall wäre das vielleicht irgendwie der Supermarktleiter oder auch das Personal, das im Supermarkt arbeitet, vielleicht irgendwie ein Product Owner für die Pick-and-Go-App und so weiter. Aber wir haben in der Regel auch mehrere Leute, die zuhören, unsere Listeners. Wer kann das sein? Gibt es auch verschiedene Varianten. Oft sind das Mitglieder von einem Entwicklungsteam. Und dann gibt es mich als Moderator. Ich führe quasi dieses Gespräch so ein bisschen durch. Ich kitzle nochmal Details aus dem Christoph zum Beispiel raus. Ich visualisiere das Bild. Natürlich sind dann auch andere Zuhörer eingeladen, Fragen zu stellen und um dieses Storytelling so ein bisschen voranzutreiben. Wenn ich das jetzt mache mit, sag mal, einem Product Owner, Fachexperten und einem Vertreter von einem Entwicklungsteam, dann haben natürlich die Leute aus dem Team auch so ihre eigenen Fragen, die sie da stellen. Und das ist auch völlig okay so. Und meine Aufgabe als Moderator ist das sozusagen dann immer so ein bisschen vorwärts zu bringen und das Bild zu visualisieren. Und das Visualisieren, das muss jetzt so erfolgen, dass alle TeilnehmerInnen das Bild sehen können, während es entsteht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe dann sofort auch diesen visuellen Feedback-Kanal. Und häufig zeigen die Leute dann irgendwie drauf oder sagen so, nein, der Pfeil muss in die andere Richtung gehen. Oder da fehlt doch noch was zwischen 5 und 6, da haben wir was übersehen. Also das ist extrem wichtig, dass wir auch diesen Kanal haben. Genau, dazu brauche ich also Tools. Jetzt sind wir hier remote unterwegs. Ich hätte jetzt auch ein Miro-Board nehmen können und das damit machen können. Geht auch einigermaßen. Oder irgendwelche, sagen wir, anderen Grafiktools, Draw.io oder Diagrams.net und so weiter. Geht auch, wenn man sich so ein bisschen Templates für die Icons bastelt. Wir haben aber festgestellt, das geht dann alles ein bisschen sperrig von der Hand und haben deswegen ein eigenes kleines Open-Source-Tool gebaut, das ihr jetzt hier gesehen habt. Das basiert, wie man rechts unten sieht, auf BPNN.io. Also danke, Camunda, dass wir uns da die Basis gebaut haben und wir haben im Prinzip dann quasi die BPNN-Sprache da rausgenommen und unsere Sprache eingesetzt. Das heißt, wir haben hier wirklich auch eine Modellierungssprache, die hat so eine recht einfache Syntax, aber sie hat eine Syntax, also ein bisschen was anderes als einfach nur zu zeichnen, ist es schon tatsächlich modelliert. Genau, gibt noch andere Werkzeuge dafür, also das Tool ist dann letzten Endes nicht ganz so entscheidend dafür. Wie gesagt, häufig, wenn ich jetzt physisch noch irgendwie bei euch wäre, so man schnappt sich ein Whiteboard und macht das ganz schnell auf dem Whiteboard, vielleicht mit ein paar Klebezettel unterstützt. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Also es muss nicht immer dieses Tool sein.
Genau, und das Letzte, was ich glaube ich noch sagen sollte, bevor ich auf eure Fragen eingehe, ist, so Domain Stories, das ist nicht so one size fits all. Ich habe jetzt schon so ein bisschen gesagt hier mit Christoph, ist schon erst auf den groben Prozess drauf und noch nicht so viele Details. Wir reden ja gerne vom Scope einer Story. Und das Scope, das setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Das eine ist der Detaillevel. Also wie viele Details enthält die Story? Die ist jetzt hier relativ grob granular. Ich habe zum Beispiel hier den Markt des einen einzelnen Akteurs und jetzt gar nicht irgendwie die einzelnen IT-Systeme, die da beteiligt sind. Diese Art von Story, die machen wir ganz gern natürlich zum Einstieg in eine Domäne, aber auch so ein bisschen quasi wie ein Inhaltsverzeichnis, wo wir dann später sagen, ah, okay, dieser Schritt mit der Reklamation, den schauen wir uns jetzt im Detail an. Und das, was hier quasi ein Schritt ist, das wird dann eine eigene Story, die heißt dann Reklamation nach Einkauf im Supermarkt. Und dann machen wir im Detail da wieder, was ich 10, 15 Schritte, wie die Reklamation abläuft. Und so gibt es quasi verschiedene Detaillevels von grobgranular zu feingranular. Wenn ich jetzt eher so unterwegs bin auf Ebene von, ich möchte über Kontextgrenzen sprechen, wir können jetzt dieses Bild hier anschauen und nach Kontextgrenzen suchen, wenn wir im Domain-driven Design unterwegs sind, dann ist wahrscheinlich hier dieses Erfassen und das Abbuchen irgendwie, vielleicht sind das auch schon zwei Kontexte, aber ich würde jedenfalls meinen, diese Vorbereitung ist was anderes als das eigentliche Einkaufen, ist vielleicht was anderes als die Rechnungserstellung und das Abbuchen. Ja, und solche Überlegungen kann man auf der Ebene schon ganz gut anstellen und sagen, wo sind denn hier grob so die Kontexte versteckt. Wenn ich jetzt eher dazu übergehen will, ein fachliches Modell für die Implementierung dann rauszuarbeiten, also wirklich dann in einem Kontext in die Fachsprache genau rauszuarbeiten, zu sagen, ja, welche Dinge muss ich denn implementieren? Ich brauche irgendwie eine Repräsentation von Waren oder von Terminal und von QR-Code, dann muss ich jetzt nochmal feiner gehen und da die Sachen rausarbeiten. Also, das war wie fein oder grob granular mache ich den Scope. Das zweite ist, ist oder soll. Das ist jetzt hier ein Ist-Prozess, weil das läuft ja schon so. Das heißt, hier sind wir eher analytisch unterwegs. Ich kann das aber auch nutzen und sagen, wie soll das denn in Zukunft aussehen? Also, entweder wenn es den kassenlosen Supermarkt noch gar nicht gibt oder wenn ihr jetzt irgendwie eine neue Ausbaustufe davon macht und ich kann jetzt noch mehr damit tun, was ich vorher nicht machen konnte. Dann kann man also auch Sollprozesse damit entwerfen. Aktuell mache ich das zum Beispiel bei einem Kunden gemeinsam mit den Vorständen tatsächlich. Ganz witzig, die haben eine Vision, wo sie irgendwie mit ihrem Unternehmen hinwollen und versuchen diese Vision jetzt herunterzubrechen auf konkrete Beispiele mit Domain Storytelling. Und das ist ganz, ganz cool, quasi dieser Schritt von, mach eine Geschichte draus. Was muss denn passieren, damit diese Vision, also wie fühlt sich die denn an, wenn das mal Wirklichkeit ist? Also ist oder soll oder so. Und das Dritte ist, macht diese Stories mit oder ohne IT-Systeme? So, hier taucht jetzt zumindest hier die Pick-and-Go-App ein bisschen auf. Beim Markt haben wir das nicht ganz so genau gemacht. Also häufig ist es so, wenn ich grob granular bin, habe ich eher keine IT-Systeme mit dabei. Insofern sind diese Faktoren nicht ganz orthogonal zueinander. Aber häufig hat man so Situationen, wo man Prozesse macht mit Leuten, die, ich sage mal, total ja, von ihrer Begrifflichkeit und von den Denkprozessen gefangen sind in den bestehenden IT-Lösungen. Und wenn ich dann sage, ja, wir wollen jetzt hier einen Sollprozess machen, um dann irgendwie ein neues System darauf aufzusetzen und die Anforderungen für das neue System zu ermitteln, dann haben die große Probleme, aus ihrer alten Welt quasi gedanklich auszubrechen. Und dann ist es ganz gut zu sagen, okay, wir machen jetzt diese Prozesse, wir ignorieren da die bestehenden IT-Systeme und machen die puren, nennen wir das, die pure Fachlichkeit, also einen Schritt zurück und fragen dann, ja, wie wäre das denn so rein konzeptionell oder wenn das auf Papier mit Bleistift passieren würde, wie sieht dann der Prozess aus? Also dann ist das nochmal sehr, sehr hilfreich, da den Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, wir machen das Ganze jetzt ohne IT-System. Ja, und das ist so in aller Kürze beschrieben, Domain Storytelling, wie es abläuft, so welche Varianten es davon gibt. Und jetzt schaue ich mir in den Chat rein. Da haben sich nämlich ein paar Fragen angesammelt oder auch Smileys. Vielleicht können wir auch gerade mal. Ah, hier, genau. Andreas, du hast eine Frage? Ja. Ja, könntest du vielleicht mal einen alternativen Weg, also einen optionalen Weg
modellieren, der nicht nur einen Kommentar hat. Also sagen wir mal, Punkt 5, da steht zum Beispiel, Kunde nimmt Waren aus dem Markt. Jetzt hatte Christoph schon angedeutet, es gäbe noch andere Möglichkeiten. Sagen wir, ihm müssten Waren gegeben werden, weil Brötchen belegt werden oder ich weiß nicht, zum Beispiel Obst und Gemüse, was gewogen werden muss, ist ja vielleicht auch irgendwie anders behandelt. Gäbe es dann 5a und 5b oder wie würdest du das dann modellieren? Ja, dann würde ich erst mal fragen, so wie stark unterscheidet sich denn der Prozess? Also ist das noch sehr ähnlich an dem oder wäre das irgendwie ganz anders? Und wenn Christoph sagt, so nee, das sieht dann eben ganz anders aus, das Bild, dann würde ich einfach sagen, okay, hier neuer Browser-Tab und ich drehe das Whiteboard um und wir machen dann einfach eine neue Story. Auch wenn es ein Vielleicht, Schritt ist, also weil sich wirklich nur 5 Schritte unterscheiden würde im ganzen Schaubild. wenn sich wirklich nur Nur fünf der Schritte Schritt 5 unterscheiden würden. unterscheiden. Also statt Ja. Kunde nimmt Waren, würdest du da halt, keine Ahnung, Mitarbeiter bereitet Waren vor, muss den QR-Code für die App scannen als Beispiel und gibt sie ihm zurück. Und das ganze Rest würde Genau. gleich bleiben. Wie würde das da reinkommen? Dann würde ich wahrscheinlich nur diesen Ausschnitt im Detail nochmal als separates Bild modellieren. Aber ich würde es als separates Bild machen. Ich würde hier nicht quasi den Weg mit, hier bin ich im Self-Service und hier kriege ich irgendwie von der Theke was bedienen und dann muss da der Kassenmitarbeiter noch was tun. Das würde ich nicht in ein Bild mischen, sondern ich würde wirklich sagen, okay, dann haben wir hier jetzt einmal so den Standardfall und jetzt betrachten wir diesen Teil hier mit, das ist dann irgendwie Schritt. Ja, wahrscheinlich ist es nur Schritt 6 ja, Schritt 5 und Schritt 6 wahrscheinlich irgendwie. Den betrachten wir jetzt ein bisschen detaillierter in der Variante mit Bedienung durch Thekenpersonal. Und dann packe ich das in ein eigenes Bild rein. Okay, danke. Wir hatten noch eine Frage von Steve. Steve, magst du dich vielleicht gerade noch mal in Person hier stellen? So, ja, hallo Stefan, vielen Dank für deinen Vortrag und für das Modellieren. Also, ich habe die Frage gestellt, wenn ich mir so ein Gesamtergebnis nachher angucke, dann finde ich es schwer, da intuitiv reinzufinden. Also, wahrscheinlich gibt es dann so, ja, wahrscheinlich keine Regel, aber so eine Konvention zu sagen, ich fange immer oben an mit der Modellierung und bearbeite mich runter. Dann kann ich irgendwie schon versuchen, relativ schnell den Überblick zu kriegen. Aber in Summe finde ich das Bild jetzt gerade relativ unübersichtlich und die Replay-Funktion hat das total wieder hervorgeholt, dass ich sage, okay, alles klar, das ist der erste Schritt, das ist der zweite. Ich sehe sofort, wie sich das Bild langsam aufbaut. Also ich sehe also quasi die Geschichte nochmal wiedergespielt. Das ist jetzt gerade offline dann in Termin, glaube ich, dann einfach nicht mehr so gut wiederzugeben. Ich glaube, da ist dann der entscheidende Punkt. Das funktioniert, glaube ich, am besten, wenn die das nachher betrachten, auch bei der Aufzeichnung dabei waren oder bei dem Workshop dabei waren. Jetzt hast du aber sicherlich oft die Situation, dass auch nicht alle relevanten Leute dabei waren. Und da frage ich mich jetzt gerade, wie, also mich erschlägt das Bild auf den ersten Blick. Das ist so mein erstes Gefühl gerade. Ja, das ist auch so. Das ist noch relativ kleines. Also, das ist noch überschaubar. Ich sage mal so bei 20, 30 Schritten, da ist dann auch irgendwo die Grenze erreicht. Ich sage, bitte, du möchtest einfach teilen und dann irgendwie den nächsten Abschnitt irgendwie in einem anderen Bild machen. Aber ja, ich sage mal, das einfach als Dokumentation nur so zu nehmen und zu sagen, schau mal, was wir Tolles gemacht haben. Hier ist das Workshop-Ergebnis, ist doch alles klar, oder? Das funktioniert so mittelprächtig. Also klar, man kann sich anhand der Nummern irgendwie ein bisschen durchhangeln. Man kann es vielleicht ein bisschen optimieren, dass es irgendwie im Uhrzeigersinn ist. Das versuche ich manchmal. Allerdings, je nachdem, was man vorhat mit dem Bild, wenn ich jetzt eher so Richtung Kontextgrenzen gehe, dann würde ich da jetzt zum Beispiel hier noch so Kästchen einzeichnen und sage, das ist jetzt hier der Kontext, weiß ich nicht, Rechnungserstellung. Ja, und dann verändere ich das Layout auch so ein bisschen, dass ich sage, okay, das muss dann irgendwie, ja, also was ist denn jetzt die Rechnungserstellung? Das hier vielleicht, und da muss ich vielleicht das Layout nochmal anpassen, damit es also in diesen Kontext auch reinpasst. Insofern ist das nicht immer die Antwort auf das Problem. Beim Workshop dabei gewesen zu sein, also dieses Lagerfeuer-Experience, das ist ein wesentlicher Teil des Ganzen und nicht nur das fertige Ergebnis anzuschauen. Deswegen, was für mich sehr gut funktioniert, ist, wenn ich das anderen Leuten zeige, ich erzähle es nach. Wir haben Projekt gemacht, also da habe ich das für mein eigenes Team gemacht und wir sind mit 3 Leuten hat das Team begonnen und wir sind dann immer mehr angewachsen. Wir hatten im Prinzip so jeden Monat kam neuer Entwickler, neue Entwicklerin mit dazu und so die ersten Dinge waren, also das ist ein Entwicklungssetup, so ne, hier diese
Docker-Container und das und das und das. Und das andere war, und das hier sind die Domain-Stories, das sind die fachlichen Prozesse, die unsere Software unterstützen soll. Und dann habe ich die Leute immer hergenommen und wir haben diese 5, 6 Prozesse gemeinsam durchgeklickt und ich habe die Geschichte dazu erzählt. Und meistens war es dann schon so, weil die natürlich auch ein bisschen altern dann, wie jedes Stück Dokumentation. Ah, das stimmt so hier eigentlich gar nicht mehr und hier haben wir noch was anderes gelernt neulich. Ja, also das, so, das würde nur das reine Bild so auch nicht hergeben. Was ganz interessant ist, jetzt mit diesen technischen Möglichkeiten, was ich jetzt auch schon öfters gemacht habe, ist am Ende, wenn das Bild steht, erzählt einer die Geschichte, ich klicke durch und wir nehmen das Ganze auf und machen ein kurzes Video und das geht dann in Conference oder so rein und kann sich das nochmal jemand anschauen. Das hilft auch. Alles klar, Dankeschön. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja, Felix hat eine Frage. Ja, wenn ich jetzt ein zweites Bild anfangen will, male ich es einfach da drunter oder mache ich ein neues Sheet auf? Wie ist das? Also hier in dem Tool ist es so, dass quasi eine unendliche Fläche, aber ich kann hier quasi nur eine Sequenz von Zahlen haben. Das heißt, ich würde einfach ein zweites Browser-Tab aufmachen und würde dann mit dem Tool weitermalen. Also es ist eine kleine Webanwendung, läuft auch offline, wie man an der URL hier sieht, liegt so Kali bei mir. Und im Moment ist es so, es ist quasi ein Browser-Tab, ein Bild. Okay. Wenn man das exportiert, ist es dann auch eine JSON-Datei und irgendwie noch ein PNG mache ich daraus. Ja. Cool. Ja, ich habe es gerade schon runtergeladen, in Betrieb genommen, lässt sich gut benutzen. Vielleicht kannst du zum Schluss noch mal so kurz einen Überblick geben. Zwischendurch habe ich so eine Listenansicht gesehen irgendwie. Das sah irgendwie auch interessant aus oder ist das irrelevant? Achso, das waren nur die Icons hier. Da kann ich mir so ein bisschen die Icons zurecht konfigurieren, damit sie auf meine Domäne passen. Die Standardkonfigurationen sind einfach so Icons, die ich sag mal, für typische Bürotätigkeiten irgendwie ganz gut geeignet waren. Das sind Google Material Icons. Man kann auch Custom Icons hochladen. Das geht auch, zumindest wenn die einigermaßen von der Form her reinpassen. Wenn die jetzt ganz ausgefallene Formen haben, das wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, super interessant. Dankeschön. Genau. Ja, ein oder zwei Fragen gehen noch und dann könnte ich, glaube ich, noch mal kurz auf in den Werbeblock überschwenken. Oder habe ich schon alle Fragen beantwortet? Ist alles klar? Also ich hätte vielleicht noch eine. Ja. Jetzt gibt es ja wirklich sehr viele so visuelle Werkzeuge hier, um quasi einfach Sachen zu modellieren. Ja. Hast du denn so eine Maßgabe, in welchem Szenario funktioniert denn Domain Storytelling besser als andere Werkzeuge? Ja. Oder wo würdest du speziell einsetzen wollen? Also zum einen, also ich betrachte das immer als so ein Werkzeugkasten von Collaborative Modeling Methoden, irgendwie auch wie eine Familie von Methoden, die natürlich auch dann so zum Teil Überlappungen haben, zum Teil aber auch Alleinstellungsmerkmale haben. Und ich würde sagen, ich verwende zum Beispiel Event Storming und Domain Storytelling ungefähr 50-50. Also ich habe jetzt diese Woche, ich habe zwei Domain Stories modelliert und ich habe tatsächlich zwei Event Storming Workshops gemacht. Also so, passt ganz gut. Ja, und dann ist halt die Frage so, wann nimmt man denn welches Tool? Ne? Also wenn ich jetzt nur irgendwie den Hammer habe, ist alles nahe. Und so ist es ja auch ein bisschen. Also ich mache irgendwie User Story Mapping, Example Mapping und User Story Maps und sowas, auch alles schön und gut. Aber ich glaube, so die häufigste Frage ist eigentlich Event Storming versus Domain Storytelling, weil das eben beides jetzt so im DDD-Kontext auch ein bisschen angesiedelt ist. Und wie ich ja schon gesagt habe, hier mit Kontextgrenzen finden oder implementierbares Modell ableiten, das sind ja auch alles Dinge, wo ich Events dort hinsetzen kann. Also das eine ist so ein bisschen, welche Art von Domäne ist das? Oder sind das Prozesse, die jetzt sagen wir so sehr zeitgesteuert sind, irgendwie so Zustandsübergänge, das sind so Dinge, wo ich sage, das könnte vielleicht eher Richtung Events dort hingehen. Wenn ich eher darauf schauen will, wie ist denn so die Interaktion zwischen den handelnden Personen und oder IT-Systemen? Ne? Wie arbeiten die zusammen, dieses Kollaborative? Das habe ich hier viel stärker. Das hätte ich jetzt in dem Event-Storming, habe ich vielleicht hier eine Reihe von Events, wo ich dann, ja, ich kann schon so ein kleines Akteurs-Sticky rankleben und dann ist aber hier nochmal ein anderer Akteur und da.
Also ich sehe das in dieser Sequenz, sehe ich nicht so gut, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Ich sehe nur so, ah, da ist was passiert, aber nicht, wie kommt das eigentlich da zusammen und wie kollaborieren die. Und wenn das im Fokus steht, dann mache ich eher Domain Stories. Ich habe aber auch schon das kombiniert, also im selben Projekt oder für denselben Kunden, dass wir sagen, wir starten zum Beispiel jetzt mit dem Big Picture Event Storming. Und dann sehe ich da halt in dieser Timeline, sehe ich jetzt so Abschnitte drin, wo ich sage, ah, da ist irgendwie, da passiert viel. Da macht der eine was, der andere muss das tun, der dritte muss das tun. Lass uns doch diesen Ausschnitt nochmal als Domain-Story betrachten, wenn uns das wichtig genug ist, da quasi mit einer anderen Perspektive nochmal drauf zu schauen. Wenn das irgendwie ein entscheidender Teil der Domäne ist, dann lohnt sich das, finde ich, durchaus, da nochmal eine Stunde extra zu investieren und zu sagen, lass uns jetzt den Ausschnitt hier mit einer anderen Methode nochmal ein bisschen hervorheben. Wenn ich jetzt eher so Richtung implementierbare Modelle gehe, also auf dem Fine-Level, dann ist natürlich relativ klar, wenn ich jetzt Event-Sourcing machen will und CQS, dann ist natürlich sowas wie Event-Storming da viel, viel näher dran an der technischen Implementierung. Und habe ich auch gerade ein Projekt, da haben wir mit Domain-Stories angefangen, also genau umgekehrt wie das letzte Beispiel, und haben mit dem Product-Owner und Fachexperten den Sollprozess entworfen. Wir haben daraus User Stories abgeleitet und das Team, das ist eine Domäne, geht es auch um sagen wir, Geld im weitesten Sinne. So, das Team hat gesagt, wir möchten das gerne event-sourced implementieren und brauchen also ein implementierbares Domain-Modell. Und dann haben wir uns Teile von dieser Domain-Story rausgenommen und im Detail mit Event-Storming auf Design-Level modelliert, um daraus dann das implementierbare Modell abzuleiten. Also da ist einiges möglich an Kombinationen. Und ne, das, ja. Manchmal muss ich aber auch sagen, manchmal ist es auch egal. Also manchmal kommst du mit dem einen zum Ziel oder zum anderen. Ja. So eine Überlappung gibt es da schon. Super, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Stefan. Das war extrem lehrreich für mich und du darfst gerne nochmal deinen Werbeblock hier starten. Ja, also du hast ja schon angefangen hier. Ich hätte ja die Hälfte vergessen, wenn du das nicht auf dem Miro-Board gepostet hättest. Also ich werde die Story auch nochmal auf das Miro-Board draufhängen. Dann habt ihr das da auch nochmal mit drin. Domain Storytelling hat eine schöne Webseite, die ihr hier nochmal seht. Die ist gerade ein bisschen in Überarbeitung, aber es tut sich was, wie das immer so ist. Ne? Für diese Dinge bleibt dann wenig Zeit. Den Link findet ihr also auch hier nochmal jetzt drauf auf dem Miro-Board. Plus, ich habe ein Buch geschrieben, gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Henning. Das ist irgendwie Orange und hat Sonnenblumen drauf. Und auf der Webseite findet ihr also auch dann unter Book, wo man das kaufen kann. Und irgendwie die ganzen Beispiele, die wir im Buch drin haben, kann man sich auch nochmal irgendwie für das Tool anschauen und so weiter. Und gestern Abend habe ich eine Mail bekommen vom Verlag von Edison Wesley, oder genauer gesagt Pearson. Die machen Booksgiving. Also wenn ihr euch über den Informat Store, das ist quasi der eigene Online-Shop von Pearson, wenn ihr euch da jetzt irgendwie zwei Bücher kauft, dann gibt es nochmal 45% Rabatt. Also schönes Angebot. Es gibt nämlich noch mehr von diesen orangen Büchern. Man sieht es, glaube ich, nicht ganz so gut, aber das ist erschienen in der Signature-Series im neuen von Warren Vernon. Und da gibt es noch irgendwie vier, fünf andere Bücher, die schon erschienen sind. Ein paar kommen noch. Also greift gerne zu, bedient euch. Und spart ein bisschen dabei. Genau, und ja, Workshops machen wir auch hier mit DDD Europe in Kollaboration. Das ist der nächste Anfang Dezember und da gibt es noch eine Handvoll Plätze, sind, glaube ich, noch verfügbar. Das wird wahrscheinlich, glaube ich, Henning machen, dieses Training. 2x4 Stunden remote und dann könnt ihr auch quasi anfassen und selbst modellieren und das Ganze nochmal ein bisschen vertiefen. Das war der Werbeblock. Vielen Dank. Ja, super. Lieben, lieben Dank, Stefan. Sehr cool. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Auch vielen Dank an unsere Gäste, die heute da waren. Schön, dass wir wieder ein Meetup machen konnten. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.